Stunde più teatro. Es ist mehr als Theater, es ist Magie. Wie schön. Es war überirdisch. Es kam vom Himmel, von den Göttern. Das ist bei der Montserrat, das ist halt totale Gänsehaut. It's not from the planet Earth. Ihre Stimme ist nicht von unserer Erde. She's singing. Sie singt von jenseits der Sterne. The stars. Juli 1974. Ein stürmischer Wind fegt über das Amphitheater im südfranzösischen Orange. Die Aufführung steht kurz vor dem Abbruch. Doch Montserrat Caballé überwindet alle Hindernisse. Es wird ein legendärer Auftritt. Und sie steht da ganz, ganz ruhig. Das Einzige, was sich bewegt, sind die Kostüme. She put so much human feeling. Sie legt zu viel Menschlichkeit in ihre Stimme. Das kann man nicht auf einer Schule lernen. Nur jahrelange harte Arbeit ermöglicht so einen Moment, in dem man entspannt und das Singen genießt. Das Geheimnis des Belcanto-Gesangs ist es, nicht mit Kraft zu singen, sondern dem Atem zu folgen. Einfach die Stimme fließen zu lassen, ganz frei durch alle Register. Darin war die Caballé eine Meisterin. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich gelernt hat oder ob es ein Geschenk Gottes war. Es ist einen wirklich, das fasziniert. Normalerweise Publikum atmet mit dir, ja? Das heißt, sie atmen gar nicht. Also das ist so eine, und keiner war, und alle warten, wann tut sie das? Thank you.
Hör dir diese Kadenz an. Bravo, bravo, Montserrat. I wish I could sing. Wenn ich nur so singen könnte. Genau diese Note. Exactly this note. Die Stimme ist sehr, sehr fein. So fein es überhaupt nur geht, ohne abzubrechen. Klar, wenn man die Melodie so ausspinnt, läuft man Gefahr, dass der Stimmfaden zerreißt. Aber sie konnte die Töne mit einem einzigen Atemzug wunderbar lang halten. Und es gibt diese unglaubliche Konzentration auf die Melodie im Belcanto. Da ist sehr wenig Orchester. Die Gesangslinie muss sehr kontrolliert und klar sein. Das konnte Montserrat wie kaum jemand sonst. Like hardly anybody. Ich habe alle möglichen Aufnahmen gehört und diese von Orange 74, das für mich kommt vor der Carlos. Jetzt fängt das mit dem Wind an, schau mal. Da spielt plötzlich diese neue Figur mit, die niemand haben wollte, der Wind. Es ändert sich völlig der Sinn dessen, was man sieht. Das Außerordentliche an diesem Wind ist ja, dass das, was wir sehen, sich völlig anders darstellt. Warum? Wir sind es gewohnt, dass im Theater alles statisch ist. Wind gibt es nicht. Alles ist stabil. Dieser Wind wirbelt plötzlich alles durcheinander. Der Wind war sehr heftig. Sie war ganz und gar dagegen abzusagen, weil da 9000 Zuschauer waren. Also hieß es, okay. Wir probieren den ersten Akt. Let's try the first act. Of course, the wind was also very chilly. On top of it. Der Wind war außerdem natürlich noch sehr kühl. Darum haben sie Zeitungen unter die Kostüme gewickelt. Einige Geräusche auf der Aufnahme stammen von den Bewegungen und diesen Zeitungen. It's from moving. And from newspapers. Ich hatte Angst. Oh Gott, jetzt reißt der Schleier ab, dass er hinten abreißen würde. Das waren ja 30 Meter. Woo!
Aber der Wind ist nicht schlecht. Er bläst fast schon rhythmisch. Es ist ein wunderbarer Effekt. Plötzlich wird es real. Es ist nicht mehr Theater. Es ist Magie. Das ist es, was das Theater wirklich ausmacht. Die Magie. Eines der besterhaltenen römischen Amphitheater bietet die spektakuläre Kulisse für Vincenzo Bellinis Oper Norma. Das 2000 Jahre alte Theater von Orange. Die Größe ist eine Herausforderung. Ich habe auch an der Scala gearbeitet, aber so eine enorme Bühne hatte ich vorher noch nie betreten. Die Römer haben da wohl Wagenrennen veranstaltet. In diesem Theater gibt es eine wunderbare Akustik. Als man renoviert hat, bemerkte man, dass unter der Bühne Wasser war. Man ließ dieses Wasser abpumpen. Aber als es dann weg war, war die Akustik erstmal dahin. Man hörte nichts mehr. Die Römer wussten schon, dass Wasser hier für eine gute Akustik sorgt. Norma, eine mächtige Priesterin der Druiden in Gallien, hat einen römischen Geliebten, Prokonsul Pollione. Und mit diesem Römer, der zu den Besatzern gehört, hat sie nicht nur eins, sondern gleich zwei Kinder, die bei der Priesterin wohnen. Pollione hat irgendwann keine Lust mehr auf Norma und verliebt sich in die zweite Priesterin, Adalgisa. Als Norma das entdeckt, wird sie sehr wütend. Sie war sehr berühmt für
ihre Stimmfarbe. Und vor allem diese Stimmführung, was sie hatte, das ist immer rund, immer schön, nie scharf. Das hab, ich habe noch nie eine Schärfe bei Cavalier gehört. Sie versucht nicht, die Stimme einzufärben, um einen Effekt zu erzeugen. Nein, sie ist absolut klar. Und ich denke, das vermittelt uns den Eindruck, als wäre sie zerbrechlich. Als wäre diese Stimme im Begriff, sich aufzulösen. Und das erzeugt bei dir dieses Wow. Montserrat Caballé, sie war immer sehr bodenständig. Sie hat super Humor gehabt und sie war immer sehr lebendig und auch einfach. Sie war die einfache Frau, die aus irgendeinem Grunde jetzt diese große Opernkarriere gemacht hat und die alle Leute anbeteten. Aber dabei war sie eine ganz normale Frau. Ich kann es noch. Und sie hat immer gesagt, ich bin die Montserrat. Sie war sehr natürlich und direkt. Sie war eben eine Südländerin, nicht wahr? Sie hatte dieses heiße spanische Blut in sich und traute sich zu sagen, was sie dachte. Sie war ein Familienmensch. Und sie war sehr freundlich zu meiner Frau und mir. Wir gingen zusammen Abendessen und sie hatte diesen großartigen Sinn für Humor. Über sich selbst zu lachen, da war sie ja sowieso die Größte. Ja? Sie war die Erste, die über ihr Gewicht lachte. Durch Oberland, durch Oberland. Bei Montserrat ging es darum, eine gute Zeit zu haben. Und zwar alle. Alle hatten eine gute Zeit. Das Publikum liebt sie für diese Einstellung. Und sie liebt ihr Publikum. Doch auf der Bühne verwandelt sie sich von der lebensfrohen Montserrat in die dramatische und komplexe Norma, eine ihrer Paraderollen. Am Anfang des zweiten Aktes. Die Kinder schlafen. Norma möchte nicht, dass sie von den Römern zu Sklaven gemacht werden. Wer weiß, welches Schicksal sie erwartet. Sie entscheidet, die beiden zu töten. Im Dunkel der Nacht kommt sie mit einem Dolch und sagt, sie schlafen beide. Sie werden die Hand nicht sehen, die sie tötet. Thank you.
Ich könnte mir niemals vorstellen, meine Kinder umzubringen, egal aus welchem Grund. Ich habe jetzt zwei Kinder. Man muss wirklich am Rande des totalen Verlustes sein, um so etwas zu tun. Ich hatte Mühe zu verstehen, warum eine so starke Frau so ein Verbrechen an ihren Kindern begehen möchte. Bei Montserrat sieht man immer diesen wunderbaren, warmherzigen Menschen und den hört man auch. Nach dem Motto, wer so süß schwebend singt, der kann niemandem etwas zuleide tun. Das geht gar nicht. Kommt eine solche Stimme. Eine Stimme, die allen Widerständen trotzt. 1933 wurde die Jahrhundertsängerin Montserrat Caballé in Barcelona geboren. An eine Gesangskarriere war zunächst nicht zu denken. Wir waren eine arme Familie. Es war die Zeit nach dem Spanischen Bürgerkrieg. Es gab kaum etwas zu essen. Es mangelte an allem. Die Mutter hatte das Sagen. Der Vater war immer der Gute. Er hat übrigens auch gern gesungen. Und er hat Duette mit Montserrat gesungen. Und ihre Mutter hat gesagt, das Schönste am Singen ist, es kostet kein Geld, man kann es einfach tun. Und dann wollte sie eine Gesangsausbildung machen, aber die hatten gar kein Geld. Und dann haben die per Zufall Leute in Barcelona kennengelernt, die die Kunst unterstützt haben. Und die haben ihr sozusagen den Gesangsunterricht bezahlt. Über Jahre. I was convinced. Ich war überzeugt davon, dass sie eine ganz große Karriere machen würde. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war es Schwester- oder Bruderliebe. Jedenfalls war ich mir hundertprozentig sicher, ohne jeden Zweifel. Und dann kam eben dann dieser berühmte Tag in New York 1965, wo sie dann für Marilyn Horne einspringt. Niemand wusste, wer sie war. Und sie kommt auf die Bühne und sie macht den Mund auf und alle denken, von welchem Stern ist sie denn gekommen? Es ist der Auftakt zu einer furiosen Sängerkarriere. Montserrat Caballé, La Superba, wie sie von ihren Fans genannt wurde, singt mit den Stars der Klassik und des Pop und gibt über 4000 Vorstellungen. Die Aufnahme der Norma 1974 bleibt ein unvergessliches Beispiel ihrer Kunst. Das ist wirklich einer meiner Lieblingsmomente in dieser Aufführung in Orange. Diese beiden Frauenrollen, so verschieden sie sind, werden sie doch gleichzeitig beste Freundinnen. Sie sind Seelenverwandte. Aldagisa bittet sie um Entschuldigung. Norma ist ja ihre Chefin. Sie konnte diese arme Aldagisa vernichten.
Und das tut sie nicht. Und das macht dieser Charakter noch interessanter. Wunderbar, wie die Stimmen jetzt zusammenfließen. Und genau in dieser Aufführung passen die beiden Stimmen so fantastisch zueinander. Ich weiß nicht, wer sie gecastet hat. Man hört es einfach, sie schwingen sich in die Partitur ein, mit derselben Lautstärke, demselben Charme, sogar derselben Stimmfarbe. Wie zwei Celli. Es ist perfekt. Perfekt. Und das so leise. Piano. Die meisten denken, weil du leise singst, strengst du dich kaum an. Aber tatsächlich brauchst du mehr Kraft, als wenn du laut singst. Nach dem Ende der Vorstellung bin ich zu ihr gegangen und habe sie beglückwünscht. Ich war bewegt, weil es so schön gewesen war. Da habe ich sie weinen gesehen. Ich dachte mir, oh Gott, warum weint sie? Sie sagte, ich weiß nicht, was mit mir passieren wird. Und ich antwortete, aber was soll Ihnen schon passieren? Ich muss mich operieren lassen, sagte sie. Ich muss jetzt nach Barcelona zurück und ich habe Angst, dass ich meine Stimme verlieren könnte. Für sie war das eine Tragödie, die Arme. Es war ein ziemlich großer Tumor. Sie haben ihn entfernt. Ich kann mich genau erinnern, weil ich zusammen mit ihrem Mann zugeschaut habe. Sie haben uns erlaubt, bei der Operation von einem anderen Raum aus zuzuschauen. Nach mehreren Analysen war klar, dass der Tumor gutartig war. Gott sei Dank. Und da sie ein grundpositiver Mensch war, ja, würde sie immer nur sagen, komm, morgen ist der nächste Tag, lach drüber, freu dich am Leben und so. Immer wieder wird Montserrat Caballé von Krankheiten heimgesucht,
Doch auf der Bühne lässt sie ihre gesundheitlichen Probleme hinter sich. Für uns Sänger ist das Singen wie eine Befreiung. Man spürt, wie sich der Körper entspannt. Es ist doch eine Mission. Du weißt, da sind Menschen, die auf dich warten. Und das Leben geht weiter. Und du machst weiter. Du gibst alles für deinen Job, weil du das gerne machst und weil es dich glücklich macht. Aber eigentlich geht es darum, die anderen glücklich zu machen. Das ist das Hauptziel, den anderen zu dienen. Und immer mit einem Lächeln. Sie hat ständig gelacht. Ein Künstler sollte das tun, was er für richtig hält. Und nicht nur das. Er sollte es wagen, die Musik und seine Zeit zu revolutionieren. Das ist sehr wichtig. Und das hat Montserrat getan. Sie war inspiriert von den Frauenrollen, die sie gesungen hat. Ich glaube, dass diese Norma halt alle menschlichen Qualitäten von Frau Caballé so schön zeigt. Weil sie jeden Moment so nimmt, wie er ist. Es kann alles passieren bei jeder Aufführung. Sie kann überhaupt nichts einschüchtern. Sie findet in jeder Lebenslage für sie die richtige Antwort. Nichts konnte sie aufhalten. Sie liebte die Musik und das Singen so sehr. Erst dadurch war sie ein kompletter Mensch. Für sie war das nicht nur ein Job. Es war Teil ihrer Persönlichkeit. Oder die Persönlichkeit war Teil ihres Gesangs. Es war eine Sache, eine einzige große Freude. Thank you.
Die Gallier nehmen den römischen Prokonsul Pollione gefangen und wollen ihn auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Als Norma sieht, was passiert, sagt sie: Wisst ihr, wer an allem schuld ist? Das bin ich. Ich kann zu Frau Caballé nur sagen, dass ich mich vor ihr verneige, weil sie es geschafft hat. Sie war eine Diva. Sie war eine großartige Mutter. Sie war ein großartiger Mensch. Und sie hat sich nie selbst verloren. Wenn ein Familienmitglied auf einmal weg ist, da ist natürlich eine große Leerstelle. Man ist dankbar, dass man so einen Menschen kennenlernen durfte, ja? Und dass man da wunderschöne Erlebnisse hatte. Wie schön unruhig sie war, wenn sie gegangen ist. Am 6. Oktober um 4.42 Uhr frühmorgens. Das Gesicht vom Frieden, Zufriedenheit. Und Schönheit. »2018 stirbt Montserrat Caballé. Sie wird 85 Jahre alt.«